Und hallo, hier sind wir wieder. Tom und Henry. Ja, ich bin heute zum Henry gekommen und heute wollen wir noch ein Let's Play von Stronghold Crusader machen. Also, wir haben jetzt, spielen es jetzt über LAN zusammen. Also, hier sieht man Henrus, bin ich, und Auftragskiller ist der Tom. Wir haben jetzt vor gegen zwei Richards und ein Schakal und ein Skorpion zu spielen. Ja, also wir sind verbunden und der Richard und ein Skorpion sind auch immer verbunden. Jetzt hier unten sind wir die zwei da. Also wir haben erstmal die Map Nord-Süd-Gefälle gemacht, das ist eigentlich unsere Lieblingsmap. Ja. Und da müssen wir jetzt so einrichten, dass die relativ nebeneinander sind, die zusammenkören. Okay, also wir machen ein normales Spiel. Also man kann ja auch Kreuzritterspiel und Deathmatch, aber Deathmatch greifen sie gleich an und dann bist gleich tot und Kreuzritter ist halt auch nicht so toll. Also da hat man am Anfang gleich total viele Truppen und die schicken sie dann meistens gleich los. Also wir machen mal ganz von Anfang an normales Spiel, am Anfang 2000 Gold, ein paar Bogenschützen. Ja, so, jetzt sind alle bereit. Also ich habe es länger nicht mal gezeigt, es könnte böse aussehen. Okay, dann fangen wir mal an. Also erster Schritt wisst ihr ja, Kornspeicher bauen. Ich bin jetzt rechts, Tom, ne? Genau. Ja, du bist rechts. Ich bin links. Also wo ist mein Kornspeicher? Wie gesagt, ich hab's lange nicht mehr gezockt. Erstmal zwei. Ja. Ups. Zwei Kornspeicher. Dann nie vergessen den Marktplatz, weil wenn ihr irgendwie mal Holz oder so braucht, danach ist es ganz schlecht, wenn ihr den Holzfäller vergessen habt. Und genauso wichtig auch. Achso, ja, Marktplatz und Holzfäller, genau. Ja, Marktplatz und Holzfäller und vielleicht. Wenn ihr jetzt einen Steinbruch habt, wie wir, wir den teilen gut immer aufteilen. Genau. Also möglichst sparsam immer bauen. Ach, kacke. Okay, ja. Ich würde sagen, ich mache hier mehr drei. Henry, du machst jetzt auch drei. Wir benötigen Holz. Häuser erstmal. Ja, okay, sonst ist wieder gleich die Bevölkerung im Arsch. Im Po. Keine Ahnung, ob man hier Ausdrücke sagen darf. Wenn nicht, tut's einfach kommentieren. So, jetzt kaufen wir uns Holz. Dann machen wir wieder ein Häuser. So, was machen wir jetzt am dürsten? Erstmal die Steinversorgung sichern. Weil Stein ist Geld und Geld sind Truppen und Truppen ist Gewinn. Okay, dann fangen wir mal an. Fang gleich mal mit der Bogenproduktion an, dass ich dann einen richtig fetten Wall machen kann mit Bogenschützen drauf oder vielleicht auch später sogar Armbrustschützen, mal schauen. Ja, ich stehe eher auf Söldnertruppen, aber ich mache dann später auch die Teile. Ah, wir müssten, Henry, tun wir mal unseren Bergfried komplett machen, oder? Würde ich auch sagen. Ein bisschen Stein hat man ja am Anfang. Ja. Ich baue mal ein kleines Tor hier so. Oh Scheiße, ich habe das Tor vergessen. Naja, in der Mitte ist doch noch ein Durchgang. Das ja, okay, machen Durchgang, wir in der Mitte ist das Tor, okay. Wir können es ja auch später, falls wir dadurch angreifen wollen, wieder abreißen. Ja, egal. So. Dann meine Steinmetze machen ihre Arbeit. Dann, Henry, teilen wir es so auf, schau mal. Teilen wir es so auf, das Teil ist deins und das ist meins. Meins okay, war ein kleiner, Eisen. Aber ja, okay. Ich werde es verkraften. Okay, meine Holzfäller sollten auch mal ein wenig Holz fällen. Die tun gerade so voll rumsitzen. Müssen wir ein paar Geigen bauen, finde ich. Okay, hier sind ja schon mal ein paar Bogenschützen, die kommen gleich mal auf die Welle. Ich habe die Nahrung vergessen. Das ist auch ganz schlecht, weil dann gehen alle weg und mögen dich nicht mehr. Okay, schon mal Feuerpfeile. Oh, Mann, wo sind. Oh, wo kann ich denn? Wir benötigen Holz. Okay, jetzt ein bisschen noch Getreide. Ganz wichtig. Ja, so also der Richard ist echt ein harter Gegner, also man muss da schon. Oh, meine Nahrung wird knapp. Also Henry, wie sieht bei dir deine Nahrung aus? Meine Nahrung, Moment mal, wo habe ich den Kornspeicher hin? Sie ist noch relativ da, willst du ein bisschen was? Ja, vielleicht so 10 oder so. Das ist hier Obst. Schicke ich dir mal 25, ach ich habe nur 23. Ich schicke dir einfach mal 25 Brote hier. Ja, langsam kuppelt sich auch meine Nahrung, aber danke. So. Was brauchen wir? Holz. Am Anfang musst du dir echt so viel Holz kaufen. Da ist geht dein ganzes Geld drauf. Mal schauen, wie die Gegner so weiterkommen. Okay, der ist kacke. Der Richie ist auch ne. Doch, der Richie ist gut. Der hat schon ein paar Kreuz wieder, also. Okay, ich fange gleich mal an, hier Brot zu produzieren. Ja, Brot ist wichtig.
und für die Welt. Okay, eine Mühle brauchen wir dazu bekanntlich und Bäckereien. Wir benötigen mehr Holz. Mach ich mal auf. Wir benötigen mehr Holz. Also Holz ist eigentlich echt Mangelware am Anfang. Wenn man sowas aufbaut, man braucht wirklich überall für Holz. Aber später verkauft man das echt reihenweise. Ja, aber später irgendwann sind ja auch alle Bäume, die da auf dem Spielfeld sind, weg, abgeholzt. Ja, dann kaufst du dir einfach. Der mittlere Durchgang, Tom, der ist noch. Ja, ich weiß, das ist gut, weil dann greifen sie immer da an. Ja, aber wir noch nicht zubauen, noch nicht zubauen. Bauen wir halt erstmal ein Tor oder so, oder? Nee, ich kann wirklich erstmal offen lassen, weil dann gehen die Gegner nicht auf die anderen Tore. Dann gehen die da rein. Dann können wir da erstmal unsere Truppen so abstellen. Ja, dann stelle ich mal meine Truppen da ab, genau. Ja, ich bin mal zur Stelle. Rücken aus. Wie unsere tollen Bogenschützen, die wir immer am Anfang haben. Jetzt lasse ich mal meine Bogenschützen schon mal patrouillieren hier. Oh, der Gegner sieht irgendwie schlecht aus. Ich glaube, wir müssen mal eine Seite irgendwie töten vom Kalif, weil die greifen. Wir hätten alles sich verbünden lassen, schau. Weil die machen sich da fertig. Die bekämpfen sich schon. Ja. Sollen wir vielleicht den einen mal zerstören, damit die ein wenig Zeit haben? Mal schnell einen zerstören. Ach, die bauen sich schon alle auf. Ja, man. Sonst haben wir halt einen Vorteil. Okay, was, ja, ich habe jetzt Henry Post irgendwie. Henry, wir müssen jetzt halt den Teil aufteilen. Also, es wird ich sag einfach der Teil. Stein? Ja. Aber der Henry weiß immer, was ich meine. Okay, ich fange schon mal an, Bogenschützen zu produzieren hier. Meine Pfeilmacher sind kräftig am Werken. Okay, Henry, ich tue jetzt noch einen Teil hinbauen. Und jetzt baue ich mir, glaube ich, mal den ersten Turm, so einen viereckigen Klotzturm. Henry, kannst du noch einen hinbauen? Wir machen jetzt einfach immer nacheinander. Wie nacheinander? So ein Stein. Achso, ja, ich habe nur gerade, glaube ich, zu wenig Holz. Moment, ich kaufe mir einfach schnell. Ich bin ja so reich hier. Okay. Also wie viel habe ich jetzt? Du hast drei, ich habe vier. Ich baue dir noch einen. Ich glaube, ich baue mir einen hier noch hin, oder? Ja. Dann baue ich mir einen hier oben. Okay, jetzt habe ich vier, du hast fünf, oder? Ja. Und dann habe ich noch fünf und dann könntest du noch einen hinbauen eigentlich, theoretisch. Schau, hier baue ich einen hin. Jetzt haben wir beide fünf, aber da oben passt ja, noch einer hin, oder? Ja. Ja. Oh. Ja, dann baue einfach du da hin. Okay, jetzt machen wir dann... Aber pass auf, da passt doch keiner mehr hin, weil dann kommt man nicht mehr in die Mitte rein. Na, da muss man außen rum auf. Stimmt. Okay. Okay, also ich glaube, jetzt haben wir langsam genug. Aber wir müssen echt aufpassen, dass da keiner durchkommt. Weil das sieht nicht so well aus. Also in der Mitte müsste eigentlich echt noch besser beschützt werden. Ja. Okay, meine Nahrungsversorgung sieht ganz gut aus. Ach du Kacke! Was? Ich habe was vergessen. Meine Brotbäcker müssen jetzt ganz dahinter laufen, um das dahin zu scheißen. Ach, im Kornspeicher. Wow. Naja, das habe ich aber ehrlich gesagt auch so gemacht. Henry. Wenn das die Brot. Nee, die müssen, um den Kornspeicher zu tun, stimmt. Nochmal den Kornspeicher abreißen, was denkst du? Henry, kannst du mal kurz kannst du mal 100 von den Teilen, dann krieg ich nicht alles killen. Tu es einfach mal. Du kannst mir ja dann später wieder geben. Dann 100 von den Teilen, dann tue ich jetzt halt hier meinen Kornspeicher. Okay. Kannst du es ja wieder rüberschicken oder wenn du willst, kannst du es auch behalten. Nee, ich schicke es schon wieder rüber. Das gleiche mache ich dann auch, okay? Ja, okay. Stimmt, das war ein bisschen dumm. Bauen wir hier so ein Vierer. Komm, spreche, weil später braucht man echt viel Nahrung. Ich habe nicht mehr so viele, ehrlich gesagt. Doch, genau jetzt. Ja, tu einfach 50 oder 75 schicken. Das passt schon. So. Jetzt ist. Danke. Jetzt ist wieder die Wirtschaft angekoppelt. Okay, jetzt mal schauen. Jetzt kann ich dir mal kurz das Zeug, was ich habe, noch geben. Ja. Ich habe nur noch 25 von dem Zeug. Okay. Und dann reiße ich jetzt mal den Kornspeicher ab. Okay, kannst du es mir wieder rübergeben, die 25? Ja, sofort. Perfekt, dann müssen die Bäcker nicht mehr so weit laufen. Ja, weil das wäre echt irgendwie doof. Naja, am Anfang ist es immer ganz gut, dass man dann Apfeltypen hinmacht, dann hat man nicht gleich alles weg. Dass nicht gleich eine Hungersnot ausbricht. Ja. Güter senden. Wie viel hast du mir nochmal gegeben? 25 nur. Ja, drauf. So. Danke. Ich glaube, irgendwas greift uns an.
Nee. Da schau mal eine Balliste oh hier drauf. Oh Mann, da drüben sieht's echt übel aus. Die bekriegen sich ganz schön. Tunnelbauergilde. Ja. Besser, dass die sich bekriegen, als dass Baumeistergilde. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, die Holzfäller sollen hier mal arbeiten. Keine Rekruten mehr, ich muss mir wieder Häuser bauen. Habe ich genug Holz dafür? Jawohl. Ja. Meine Nahrung sieht ganz gut aus. Bloß meine Holzfäller haben die haben's echt nicht drauf. Mein Herr. Wir werden überfallen. Und der greift an mit. Oh, Bogenschützen. Der greift wirklich schon ein bisschen an. Scheiße. Es sieht schlecht und schlimm aus, oder? Nein. Zwei, drei Bogenschützen greifen da an. Wo? Ach so, nee, der geht dann durch die Mitte, weil der die geht immer durch das Offene. Wirklich, also ja. Das ist sozusagen fast ein Cheat. Aber nicht wirklich ein Cheat. Ach, ihr wisst schon was ich meine. Ah, ihr seid der größte Herrscher. Genau, so ein Scheiß, aber. Oh, Bullshit. Ah, ich bin der größte Herrscher. Oh, Bullshit. Ey, das speichert immer das Ding. Mit, boah, ich kann ich habe jetzt schon 20 Holz oder so verbraucht, nur weil ich zu blöd bin, sich zu viel zu bauen. So. Ja, ist nicht mal nicht arbeiten. Nee, ich bin zur Stelle. Rücken aus. Jetzt habe ich Holz. Also da muss man echt am Anfang so viel Holz. Ich baue mir auch schon immer eine Zinnenwall hier drauf, dass die Bogenschützen nicht abgeschossen werden. Dass wir zumindest ein bisschen was haben, was ihnen Schutz bietet. Oh, dann braucht man auch am Anfang die ganze Zeit Häuser. Weil. Ja, ich weiß es nicht mehr, aber. Das brauchst du wieder, muss man wieder Holz kaufen. Und dann brauchst du wieder ein paar Häuser. Da drinnen ist immer meine Siedlung. Okay, ich habe schon mal hier ein paar Wachtürme. Ein paar Wachtürme, da können wir jetzt Mangen oder Basilisten drauf bauen. Oh hey, bei mir sieht es zwar noch nicht so gut aus wie bei dir. Wir müssten echt also die zwei Mangel hier killen. Schau dir mal das an. Die machen sich ganz schön fertig. Ja, wir hier voll Vegetation. Also den blauen könnten wir eigentlich mal angreifen, aber ich habe noch gar keine Angriffstruppen, muss ich sagen. Nur Verteidigung eigentlich. Bin zur Stelle. Ja, ich glaube, der Schwarze ist auch noch besser. Ich bin nicht zur Stelle. Was soll ich? Jetzt baue ich mir einen schönen Wäldchen. Die Pfeilmacher sollen sich mal beeilen hier. Was baue ich als nächstes? Also ich könnte Lanzenträger, naja, die halten überhaupt nichts aus, aber Piken. Ich könnte wirklich Pikeniere mal produzieren, da braucht man also erstmal Eisen, aber das baue ich ja schon seit längerem ab. Erstmal Rüstungsschmiede und Pikenmacherei. Die produziert zuerst Lanzen und deswegen muss ich es umstellen auf Pikenproduktion. Ein, zwei Häuser wieder, dass welche wieder einwandern können. Und damit die mal richtig arbeiten, meine Bürger, baue ich mal, was baue ich? Ein Galgen, ein Hackblock.